und neue Entwicklungen, Technologie hier mit die müsst ihr euch reinziehen. Schaut euch das Ganze an. Ich bin 15 Sekunden wieder da mit dem Markt. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Das ist so Hammer. Den müsst ihr euch unbedingt geben hier. In der abgelaufenen Woche stellte sich meine Übergewichtung für den S&P 500 als treffsicher heraus. Ja, was denn sonst? Für diese Woche erwarte ich wieder eine positive Rendite und Hat der auch eine Meinung zur Wirecard? Halte meiner Übergewichtung bei. Die steigende Geldmenge der US-Notenbankbilanz, die ich sehr genau überwache, unterstützt aktuell den Kursaufschwung. Wow! Das ist aber ganz was Neues. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelsstart. Freundlich ist er auch noch. Und damit wieder zurück zu den Menschen. Ja, also UBS und Private Alpha scheinen hier... Das ist so das i-Tüpfelchen dann noch. Ja, das ist sozusagen... Den Computer, den er vorstellt, auch noch verarscht. Ich liebe ihn. Im gleichen Boot zu sitzen. Ich bin darauf trinke ich. Ein bisschen skeptischer. Und wenn man sich mal den S&P 500 anschaut, ganz interessant, dass wir haben den 200-Tage-Durchschnitt quasi und haben das mal wieder angetestet und sind immer noch im Aufwärtstrend. Also das kann in der Tat alles gut gehen. Und ich bin gespannt, denn auch historisch betrachtet der August und der September eigentlich keine guten Börsenmonate und ab Mitte Juli vielleicht doch ein bisschen mehr Sand im Getriebe. Who knows? Also wir werden jetzt jede Woche A, Bilanz ziehen, hat die Maschine richtig gelegen? Und B, was erwartet die Maschine? Muss ich mal kurz. So, sorry, ich bin gestört worden. Anbrechende Woche. Und damit zurück zum Markt, nochmal zu Covered 19. JP Morgan hat hier eine sehr interessante Statistik. Das heißt, die Nachrichtenlage um Covered 19 dürfte sich weiter verschlechtern. Das heißt, die Volatilität dürfte hier in der Tat zunehmen. Hier ist eine Studie von, oder ein Kommentar. Es ist ja teilweise echt so, sorry, dass ich jetzt mal meinen Senf dazu geben muss. Es gibt ja teilweise Casinos in Tschechien, ja, und andere Events, was soll ich sagen? Ja, Orte und so weiter, die letztendlich, da wo man sozusagen wieder alles machen kann, wo sich Tausende von Leute versammeln und auch Deutsche rüberfahren, ja, und dann wieder rüberfahren und so weiter. Und wo man hier jetzt in Bayern zum Beispiel noch ein Limit hat von 50 innen und 100 draußen, ja, dass sich die nicht versammeln dürfen, nicht mehr wie 100 und wie 50 und ja, aber wenn die Grenzen alle frei sind, dann, also das ist alles natürlich letztendlich unterm Strich, ist es Blödsinn. Ja, a Blödsinn, wird der Bayer sagen. Von JP Morgan und der Gesundheitsbehörde aus China. Und hier seht ihr, dass zumindest bis in den Juli hinein die... Und das ist doch sowas von klar, dass das noch lange nicht vorbei ist. Und das wird, sobald die alles wieder lockern, ja, dass dann sozusagen Sekundäreffekte kommen, das ist ja, ich meine, das versteht jedes Popperle-Kind. Anzahl der gemeldeten Infektionen in China steigen dürfte. Das ist das Basisszenario von JP Morgan. Ich meine natürlich immer die große Frage, ob wir da die Wahrheit auch aus China hören werden, aber auch hier dürfte... Die Wahrheit hörst du nicht aus China, das ist ja klar, das ist schon klar. Sich also die Nachrichtenlage verschlechtern. Südkorea ist schon, Deutschland auch, China dürfte sich weiter verschlechtern. In den USA ziehen die Zahlen vereinzelt an. Und mich würde es nicht wundern, gerade ja, jetzt, weil die aber du gibst jetzt noch ein bisschen Öl ins Feuer, ne? Das ist natürlich auch scheiße. Weil die Liquidität auch dünn ist, dass wir ein bisschen mehr Gegenwind bekommen. Goldman Sachs hat übrigens am Freitag nochmal betont, dass mit dem Quartalsende viele große Pensionsfonds ihre Portfolien neu gewichten müssen, weil der Aktienmarkt so gut gelaufen ist. Naja. Also im Grunde weiß ich keiner irgendwas. Auf jeden Fall, ich muss jetzt weitermachen, meine Espresso-Pause ist vorbei. Tschüss. Achso, wenn ihr Bock habt, dann schaut euch das einfach hier unten, verlinke ich euch noch. Wartet, das verlinke ich euch. Bei mir unten noch, hier, kopieren. Dann könnt ihr euch den Kanal reinziehen von ihm. Finde ich ganz gut.